Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute mit einer freien Themenausgabe. Das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne hier mit mir live im Radio, im Fernsehen reden wollt, diskutieren wollt, beraten wollt, was auch immer, streiten wollt. Unsere Telefonnummer, die kostenfreie Telefonnummer 0800 220 50 50 oder die Mailadresse domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte die Telefonnummer nicht vergessen draufzuschreiben. Ich sage das immer wieder und immer wieder und immer wieder wird es dann doch vergessen. Also domian@wdr.de. Ja, also eine freie Themennacht heute und ich würde gerne mit euch darüber hinaus, das habe ich gestern ja schon angekündigt, über das Thema Schuluniformen sprechen. Das ist ja im Moment so groß im Gespräch. Die Bundesjustizministerin Tsipras hat es vorgeschlagen. Was ist eure Auffassung? Fändet ihr es gut, wenn die Schüler eine einheitliche Kleidung tragen würden? Ja oder nein? Ich muss gestehen, ich bin selbst noch etwas unentschieden, tendiere aber dazu, dass ich das gut finde. Aber so ganz im Klaren bin ich mir auch noch nicht darüber. Ich wäre interessiert an eurer Meinung, was ihr dazu denkt. 0800 220 50 50. So, und wir beginnen mit dem Karol, und der ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Karol. Guten Morgen. Ist es richtig ausgesprochen? Ja, Karol. Karol, ganz normal, Karol. Mit K wie Kanone. Ja. Genau. Karol, um was geht's bei dir? Ja, ich wollte mit dir über das Thema Schuluniform auch sprechen. Ach, gleich zu dem Thema. Genau. Das ist ja schön. Ja, bist du noch Schüler? Ich bin jetzt Abiturient. Ich habe jetzt nur noch eine Klausur jetzt, ja, eine mündliche Klausur in Erdkunde und dann bin ich frei mit dem Thema Schule zu Ende. Ja, was ist deine Meinung? Bist du für Schuluniform oder bist du dagegen? Ja, also ich bin eigentlich auch für Schuluniform. Mhm. Es gibt ja da verschiedene Pro und Contra. Ja. Pros und Contras. Ja. Ja. Ja, wie zum Beispiel jetzt hier, dass man dann halt eben eine kleidergerechte Gleichheit eigentlich hat, dass es in Anführungsstrichen eben keine Kleiderklicken gibt, dass auch kein Mobbing dadurch entsteht, dass man jetzt hier, dass also verschiedene Schüler unterschiedliche Kleidung tragen. Gibt es bei dir, ich unterbreche mal, gibt es bei dir, hast du die Erfahrung gemacht oder machst du die Erfahrung, dass es Kleiderklicken gibt? Ja, doch, eigentlich schon. Schon. Also jetzt auf dem Gymnasium eher weniger, aber es gibt ja schon, also eben so Klicken, wo man dann eben nur so die Hip-Hopper findet mit diesen 7-Tage-Klos, mit diesen riesigen Hosen. Ja, ja. Ja, und dann, ja, da gibt's halt eine Menge schon. Also bei euch gibt es keine Schuluniform auf der Schule, auf der du bist? Nee. Hättest du es dir denn vorstellen können, nun bist du bald raus aus der Schule, hättest du es dir vorstellen können, dass du das auch mitmachst? Ja, wir hatten mal so ein Projekt, dass wir eben, also das eine andere Klasse war das nämlich, dass die eben für eine Woche lang Schuluniform trägt. Ah ja. Das heißt, die hatten dann eben so, wie in England eben so sehr, sehr schicke Klamotten, so mit Sakko, schwarzen Schuhen und auch so eine Abendhose. Ach so. Und das war dann unser Englischlehrer, der uns dann immer berichtet hat, wie es dann da in der Klasse aussieht. Und was ist das Ergebnis dieses Projektes gewesen? Also die Schüler insgesamt, das war dann in der 7. Klasse, die waren sehr begeistert davon. Mhm. Die waren zwar am Anfang natürlich auch skeptisch, dass sie jetzt dann ihre Individualität in Sachen Kleidung aufgeben mussten, aber die fanden das doch insgesamt dann recht gut. Ja, wer hat denn diese Kleidung bei diesem Versuchsprojekt bezahlt? Also das war dann halt so, dass die Kinder eben Kommunionsanzug dann eben tragen. Ach so. Das ist mir nämlich bei dieser ganzen gesellschaftlichen Diskussion im Moment auch nicht ganz klar. Wenn das flächendeckend eingeführt würde, wer bezahlt diese Schuluniformen? Genau. Bestimmt nicht Frau Tsipras. Die Justizministerin bestimmt nicht. Ja, also ich denke, ich tendiere dazu auch, wie ich es gerade gesagt habe. Gestern lief im ZDF Heute-Journal ein Bericht über eine Realschule, ich habe vergessen wo, irgendwo in Deutschland, die das schon seit einer ganzen Zeit machen. Und die Ergebnisse waren toll. Die Schüler waren
Aber auch alle, die befragt wurden, haben sich positiv geäußert. Ja. Die Lehrer waren zufrieden und es dämpft einfach diesen extremen Markenfetischismus, den wir im Moment haben. Gut, der setzt sich natürlich in der Freizeit fort, das ist klar. Ja, das stimmt. Aber in der Schule eben nicht, ne? Ja. Und da ist eben das so eine. Also wenn ich mich so in meine Schulzeit zurückversetze, ich hätte das auch gut gefunden. Es würden einige Leute nicht ausgegrenzt, man sieht nicht so, wer reich ist, wer arm ist und ja, also du würdest dich da nicht zu sehr, in so einer Uniform fühlen und dich so gleichgestellt. Nee, eigentlich nicht. Also ich finde das auch relativ gut. Und ja. Falls es jetzt nicht unbedingt Schuluniform sein müssten, wäre auch eine Alternative ja Schulkleidung. Schulkleidung, genau. Es müssen keine Uniformen. Das ist vielleicht auch ein blödes Wort. Ja. In dem Bericht gestern im ZDF war es auch Schulkleidung. Ja. Es waren so Pullis in Blau und Weiß. Genau, alles genau. So. Ja. Das wäre auch dann vielleicht besser, weil man dann, weil das dann eben die Sachen wären dann das eigene von der Person. Und wenn es jetzt eine Schuluniform wäre, eine einheitliche, da wäre es ja so, dass es, ich weiß nicht, wenn das der Staat oder die Kommunen bezahlen müssten, wäre es ja auch blöd, weil man muss ja dann irgendwie 2-3 Stücke davon im Kleiderschrank haben, weil man kann ja nicht jeden Tag in der gleichen Uniform da zur Schule gehen, die wird ja auch dreckig. Das wäre auch nicht so gut. Und vor allem, wenn die Kinder jetzt in der Pubertät sind, wo die, was weiß ich, am Tag 20 Zentimeter wachsen, das ist ja dann auch ja. Also gibt es auch ein logistisches Problem, wie man das organisiert. Es müssen immer wieder Sachen nachgekauft werden, damit die auch passen und so weiter. Also Statement von dir, so grundsätzlich pro. Ja, Schuluniform ist gut, Schulkleidung würdest du befürworten. Ich würde es ja befürworten. Ja. So, danke ich dir herzlich für den Anruf. Wünsche gutes Gelingen jetzt mit der Restschulzeit. Ja. Was ist dann geplant für danach? Ja, danach wird erstmal Zivildienst angestrebt und dann irgendwie im naturwissenschaftlichen Bereich dann ein Studium angestrebt. Ah ja, klingt ja gut. Ja, Domian, ich habe noch 2 Fragen an dich. Bitte. Einmal wollte ich dich fragen, ob ich noch ein Autogramm von dir haben darf. Ja, klar. Kriegst du gleich, rufen wir dich nochmal an. Genau. Und dann das leidige Thema mit dem Grüßen, ganz schnell. Ja, okay, ganz schnell. Gut, ich grüße meinen Bruder in Australien und seine Freundin Allison, Dominik und Allison und den Jonas Bukowski aus Recklinghausen. In Australien? Genau, die sind gerade in Australien. Die machen da so ein Work and Travel Jahr. Und du meinst wirklich, dass er in Australien uns über Internet hört? Der ist gerade im Internet und streamt das gerade. Ehrlich? Das ist ja lustig. Dann grüße ich auch herzlich nach Australien. Ja, du, und dann hatte ich noch eine ganz kurze Frage, weil du hast ja da immer so Hirsche im Hintergrund stehen, so einen großen weißen und so einen kleinen hier vorne. Ja? Ob du Hirsche so gerne magst, wollte ich mal fragen. Ja, ich mag sie sehr gerne, ja, in der Tat. Ja, ich habe zu Hause in meinem Wohnzimmer auch einen Hirschgeweih hängen. Ja, super. Domian, ihr macht eine tolle Sendung, macht weiter so. Danke dir. Dankeschön, dass ich hier durchkommen konnte. Danke dir sehr herzlich, Carol. Ja. Alles Gute, tschüss. Tschüss. 0800, ihr Lieben, 0800 220 5050, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Ihr seid hier, wenn ihr gerade reingezappt seid, in eine Live-Telefon-Talkshow geraten und wir unterhalten uns hier über Gott und die Welt, über alles Mögliche, alles Unmögliche. Und wir unterhalten uns auch unter anderem über Pro, Contra, Schulkleidung, Schuluniform. Also ihr könnt anrufen oder auch mailen unter domian@wdr.de. Julia ist hier. Julia ist 22 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Julia. Was ist dein Thema? Es geht um meinen Vater. Was ist denn da los? Also ich kenne ihn erst seit 3 Jahren und meiner Meinung nach ist er Alkoholiker. Wie kommt es, dass du ihn erst seit 3 Jahren kennst? Weil meine Mutter sich von ihm getrennt hat, als ich schwanger war. Mhm. Und weil die deswegen auch Stress hatten sozusagen. Und er hat sich auch in all den Jahren nicht um dich gekümmert? Anfang hat er wohl über meine Tante schon mal versucht, irgendwie an mich ranzukommen, weil meine Mutter halt abgeblockt hatte. Achso, die Mutter wollte es nicht? Ja, am Anfang halt, weil sie sich ja im Streit getrennt hatten und so. Und sie hat aber immer, seitdem ich das halt mitgekriegt habe, also seitdem ich so alt war, dass ich mitkriegen konnte, hat sie immer gesagt, also wenn ich will, kann ich ihn kennenlernen. Ah ja, es hat sie zu dir gesagt? Ja. Und hast du damals offensichtlich nicht so gewollt, ne? Als Jugendliche, wenn du ihn erst seit 3 Jahren kennst. Ja, es hat mich immer interessiert, aber ich habe mich nie richtig getraut und ich bin halt mit meinem Stiefvater aufgewachsen und das hat mir gereicht so ungefähr. Mhm. Das heißt, das war auch nicht so toll mit dem Stiefvater, oder? Doch. Ach so, im positiven Sinn hat dir es gereicht. Ja, genau. Dann gab es vor 3 Jahren den ersten Kontakt. Wie kam der zustande? Er hat mir einen Brief geschrieben. Er hat einen Brief geschrieben? Und hat zum Ausdruck gebracht, dass er gerne mit dir Kontakt haben möchte. Ja, genau. Und wie ist der Kontakt jetzt? Ja, eigentlich ganz gut.
du freust dich, dass du jetzt deinen richtigen Papa kennengelernt hast. Ja, das schon. Hast aber die Sorge, dass er Alkoholiker ist. Ja. Erzähl mal. Ja, und zwar halt, trinkt halt immer ziemlich viel Wein und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Wie viel Wein trinkt er denn? Ja, es kommt drauf an, wie viel Stress er hat. Hm. Bist du denn sehr oft bei ihm? Ja, unterschiedlich irgendwie, weil ich studiere und halt je nachdem, wie viel Zeit ich habe, manchmal 2-3 Mal in der Woche, mal 2-3 Wochen gar nicht. Also ja. Je nachdem, wie viel Zeit ich hatte. Ja. Hat er auch eine, hat er eine neue Frau, eine Beziehung? Ja. Ja. Und auch noch 3 neue Kinder. Und hast du ihn denn, dich berührt das ja und offensichtlich sehr und macht dir große Sorgen. Hast du ihn denn dann auch schon darauf angesprochen, dass du dir Sorgen machst und du denkst, dass er Alkoholiker ist? Ja, das ist ja immer ziemlich schwer, aber ich habe schon mal versucht und dann blockt er halt immer ab. Irgendwie, er versucht dann halt immer, entweder redet er dann über was anderes oder, keine Ahnung, sagt, dass wir ihn nur stressen würden, weil seine Frau ihn anscheinend auch schon mal drauf angesprochen hat oder ich weiß nicht wer. Mhm. Und wir würden ihn halt nur damit stressen. Aber du kannst mir so keine Menge nennen, die er dann so vielleicht pro Tag verkonsumiert. Nee, also weil ich bin halt ja auch nicht 24 Stunden bei ihm, weil ich halt nicht bei ihm wohne. Mhm. Nur halt, wenn ich da bin, dann ist es schon relativ viel. Also wenn wir essen gehen oder so, dann kann es schon mal 1-2 Flaschen werden. Die oder, er alleine trinkt? Ja, oder abends, wenn ich bei ihm bin, dann auch so ungefähr, also mindestens. Und ich weiß halt nicht genau, wie viel. Mhm. Weil ich halt nicht immer, also ich bin halt nie den ganzen Tag bei ihm, entweder nur so mittags ein paar Stunden oder abends halt ein paar Stunden. Wie ist denn dein Verhältnis zu seiner Frau, seiner jetzigen Frau? Ja, eigentlich ganz gut, aber halt schon ein bisschen auf Distanz, würde ich sagen. Ja. Du hast mit ihr darüber noch nicht gesprochen? Nee, weil es halt auch schwierig ist, weil, also, so sind wir eigentlich ganz, ja, normal zueinander, aber halt so, das Verhältnis ist halt nicht so gut zwischen uns. Also jetzt nicht, dass wir uns nicht mögen würden oder so, aber halt... Ist ihm denn klar, wie sehr dir das an die Nieren geht? Ich glaube nicht. Das vermute ich fast auch, dass du hier schon weinst darüber, dass und dir so große Sorgen machst um deinen Papa. Ich glaube, dann ist der erste Schritt, Julia, dass du ihm das klar machen musst. Ja, aber ich weiß nicht wie. Weil er immer abblockt, wenn du mit dem Thema anfängst. Ja, weil irgendwie die Situationen ergeben sich halt auch nicht, weil entweder wir sind irgendwie im Büro oder wir sind, keine Ahnung, essen irgendwo, wo Leute das auch immer mitkriegen. Also du bist nie wirklich mit ihm allein, ne? Nee, und wenn, dann ist es halt schon abends, wo er schon was getrunken hat oder so, und da bringt es ja auch nichts. Mhm. So, dann gibt's nur 2 Möglichkeiten. Entweder, ich meine, es muss ja möglich sein, dass du als erwachsene junge Tochter das mal irgendwie so arrangierst, dass du mit deinem Vater alleine bist. Ja, ich denke mal schon. Das muss irgendwie zu arrangieren sein. Das gibt's gar nicht, wenn das nicht möglich wäre. Ja. So, das wäre die erste Möglichkeit und die würde ich jetzt an deiner Stelle auch erstmal forcieren. Wenn das auch wieder irgendwie nicht klappt oder er vielleicht irgendwie sich rauswindet oder so, dann schreib es ihm auf. Schreib es ihm wirklich auf mit all deinen Gefühlen und mit all dem, was du an Sorgen damit verbindest. Und leg ihm den Brief hin. Ja. Wie ist denn das Verhältnis zwischen dir und deinem Vater? Ja, wie gesagt, eigentlich ganz gut. Also ich bin eigentlich froh, dass ich ihn kennengelernt habe. So. Das hat sich, also im Laufe der 3 Jahre jetzt hat sich das schon verdichtet. Ja, genau. Also ganz am Anfang war es natürlich komisch irgendwie, weil ich halt mit meinem Stiefvater aufgewachsen bin und für mich war das halt immer mein Papa. Mhm, und halt auch ein ziemlich gutes Verhältnis noch immer mit ihm habe. Und deswegen war es halt am Anfang sehr seltsam so für mich. Aber mittlerweile bin ich eigentlich schon froh, dass ich ihn kennengelernt habe. Also ich hoffe mal, dass ihn entweder das intensive Gespräch mit dir aufrüttelt oder denn, wenn er einen Brief liest, sollte er wirklich ein Alkoholproblem haben allerdings, Julia, das ist so meine Erfahrung mit Alkoholikern, die noch nicht wirklich erkennen oder wahrhaben wollen, dass sie Alkoholiker sind, machen die erstmal dicht. Ja, das war ja meine Erfahrung bis jetzt auch, weil also in den 3 Jahren habe ich halt erst so 2-3 Mal versucht oder geschafft anzusprechen. Ja. Und da war es halt auch, entweder war er dann so gestresst und hat gesagt, ach, ihr stresst mich doch alle nur, lasst mich in Ruhe. Oder dass er halt irgendwie so abgeblockt hat. Ja. Was anderes dann. Dann ist die Rolle, die man dann hat, sehr schwierig. Ja. Äußerst schwierig, weil der alkoholkranke Mensch das erstmal selbst einsehen muss, dass da mit ihm was nicht stimmt. Ja, und vor allem im Moment sind die Kinder halt auch noch zu klein, um das richtig zu verstehen, so, aber halt langsam kommt das natürlich auch. Und
keine Ahnung, ich denke mal auch, dass das seine Frau ziemlich belastet. Und so, du versuchst erstmal diesen Weg zu gehen, den ich hier gerade vorgeschlagen habe. Ja. Darüber hinaus werden wir dir gleich nochmal ein paar Telefonnummern an die Hand geben. Es gibt von den anonymen Alkoholikern, hast du schon mal von gehört? Ja. Gibt es auch so Zusatzkreise von da treffen sich Angehörige von Alkoholikern. Das musst du vielleicht jetzt noch nicht sofort machen, aber vielleicht irgendwann, wenn dir das so sehr zu Herzen geht, wäre das vielleicht auch eine ganz gute Möglichkeit, mal in so eine Gruppe zu gehen und mit Leuten zu sprechen, die das ähnliche Problem haben wie du. Ja. Ja, dann legst du bitte auf und wir rufen dich, das heißt meine Psychologin ruft dich jetzt gleich an und versorgt dich noch mit der entsprechenden Nummer. Ja, okay, vielen Dank. Alles Liebe, Julia. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, morgen ist Thementag bei uns und morgen heißt unser Thema, das sage ich euch jetzt schon mal, morgen heißt unser Thema, ich habe mein Wort gebrochen und ich möchte gerne mit euch sprechen, die ihr euer Wort irgendwann mal gebrochen habt und vielleicht diese Sache sehr bereut und euch dessen sehr schämt. Vielleicht habt ihr auch versucht, das wieder gut zu machen, vielleicht kann man das auch gar nicht mehr wieder gut machen. Ich habe mein Wort gebrochen, das ist unser Thema morgen. Ihr könnt mailen, euch anmelden, klar, wie gesagt, und ihr könnt morgen während der Sendung anrufen und auch schon wie immer ab 0 Uhr, da sind unsere Leitungen geschaltet, die kostenfreie Telefonnummer 0800 220 50 50. Jetzt geht's weiter mit Sebastian. Sebastian ist 20 Jahre alt. Grüße dich, Sebastian. Hallo, Domian. Weswegen rufst du an? Ich rufe an, weil ich zurzeit akut selbstmordgefährdet bin. Was ist los? Ich habe letzten Sonntag versucht, ich habe es nicht versucht durchzuführen, aber ich habe die Gedanken gehabt, mal wieder. Ich glaube, dass das irgendwo herrührt aus meinem ganzen Leben. Ich weiß es nicht genau. Ich kann es gar nicht mal so wirklich sagen, was es alles ist. Also du hast letzten Sonntag wieder mit dem Gedanken gespielt, genau, dir das Leben zu nehmen. Genau. Wie konkret war das? Das Problem war, also ich muss noch was dazu sagen, es ist halt so, dass ich seit circa 11 Wochen eigentlich in einer perfekten und glücklichen Beziehung mit einem Mann war. Mhm. Und es eigentlich auch in dieser Beziehung gar nichts auszusetzen gab und es diese Gedanken eigentlich im Ursprung nicht daher kommen, also nicht aus der Beziehung. Es lief nicht schief in der Beziehung, es war alles perfekt eigentlich. Mhm. Aber ja, ich habe nämlich aus irgendeiner alltäglichen Streiterei, die halt in einer Beziehung ja natürlich immer vorkommt, mhm, irgendwie so hochgeschaufelt und hochgestaffelt irgendwie, dass ich keine Ahnung, eine unglaubliche Wut und einen unglaublichen Hass wieder entwickelt habe, mhm, und irgendwie dachte, das Leben beenden zu müssen, weil ich dachte... Hattest du dir Gedanken darüber gemacht, wie du das machen, ja, wolltest? Wie denn? Das mache ich das öfter. Wie denn? Bei mir ist es oft so, ich bedauere es zum Beispiel sehr oft, dass ich zum Beispiel kein Auto habe und irgendwo hinfahren kann, irgendwie, mhm, mit dem Auto von der Brücke fahren kann oder sowas, mhm, weil ich kann mich mit dem Gedanken, könnte ich mich zum Beispiel nie anfreunden, mir einfach irgendwie die Pulsadern oder so aufzuschneiden. Also okay, was sind deine konkreten Überlegungen? Wie würdest du dir das Leben nehmen wollen? Das Problem ist, dass ich halt an diesem Sonntag, an diesem besagten Sonntag halt wirklich die Augen geöffnet bekam, halt dadurch, dass ich merkte, dass halt mein Freund oder vielmehr mittlerweile mein Ex-Freund und auch meine beste Freundin für mich da waren und mir geholfen haben. Und Sebastian, was wolltest du machen? Gib mir mal eine Antwort darauf. Was konkret, wie wolltest du dir das Leben nehmen? Am Sonntag hatte ich wieder mal mit dem Gedanken gespielt, irgendwo hinzugehen, um mich von irgendeiner Brücke zu stürzen. So, jetzt lass uns doch mal darüber reden, was dich so unglücklich macht. Ja, ich habe da schon oft drüber nachgedacht. Also es gibt viele Dinge, die in meinem Leben relativ früh schon eingetroffen sind. Und ich denke, ich war auch oft vielleicht einfach viel zu jung, um das irgendwie zu verarbeiten und habe das irgendwie immer so mit mir hergeschleppt. Sag mal ein paar Beispiele. Es gibt zum Beispiel das Thema, also sowas ganz Alltägliches, was oft passiert, halt eine Scheidung, die Eltern trennen sich, mhm, relativ früh, man wie, ist sehr wie klein. Wie alt warst du? Ich glaube 5 Jahre oder so. Mhm. Eigentlich sollte man meinen, läuft das an einem vorbei, aber ich glaube, ich habe trotzdem, mhm, Bilder in Erinnerung, wie das auch ablief und, mhm, und wie ich mir vorkam in dem Moment. Sag mal weitere Beispiele. Alkoholprobleme in meiner Familie, also mhm, starke Probleme, ja. Vater, und, Mutter? Freunde meiner Mutter. Mit oder denen, auch mein Onkel. Mit denen, also neue Partner deiner Mutter? Ja, genau. Mit denen du denn auch zusammengelebt, genau, hast? Mhm. Und du hast das mitbekommen? Ja,
Und ich habe auch gesehen, wie meine Mutter darunter leiden musste. Und Hast du Gewalt erfahren in deiner Kindheit? An mir selber nicht. Nein. Sondern? Ich habe mitbekommen, dass Gewalt an meiner Mutter eine Rolle spielte oder ausgeübt wurde. Das heißt, Freunde, Männer haben deine Mutter geschlagen? Ja. Und du hast es gesehen? Nein, ich habe es nicht gesehen. Aber du weißt es, du wusstest es damals? Ich wusste es, nachdem meine Mutter es auch sogar irgendwann mal später, also es war irgendwie, meine Mutter hatte uns mal später darauf angesprochen, also meine Schwester und mich. Mhm. Und meine Schwester ist 4 Jahre älter als ich und hat vielleicht, keine Ahnung, hat zu den Zeiten irgendwie die Dinge vielleicht nüchterner gesehen, als ich vielleicht gesagt. Jetzt haben wir so ein paar Spots in die Vergangenheit geworfen. Das Leben heute, was machst du vom Beruf oder bist du noch Schüler? Ich war bis April noch in der Schule, habe eine schulische Ausbildung gemacht, die mir aber, wie ich unabhängig jetzt von diesem ganzen, von diesem ganzen Gefühlschaos, habe ich einfach gemerkt, dass das nicht das Richtige war und möchte mich jetzt eigentlich umorientieren. Mhm. Das heißt, du hast noch keinen Abschluss? Doch, also ich habe Abitur gemacht, aber ach so. Habe dann halt nochmal eine neue schulische Ausbildung angefangen, aber Diese Beziehung, die du gerade erzählt hast, von der du gerade erzählt hast, die besteht noch im Moment? Also das Verhältnis oder das Miteinander reden, das besteht noch, aber die Beziehung als solche besteht nicht mehr. Mhm. Also, hast du sonst Freunde? Du hast gerade von einer Freundin gesprochen? Ja, es gibt, also ich tue mich immer ganz schwer mit diesem Begriff. Also ich bin da ganz vorsichtig mit und ist auch okay, finde ich auch. Bin ich auch. Es gibt es gibt Menschen, die müssen in meinem Leben bestehen bleiben. Also es gibt so ein paar Eckpfeiler, die müssen da sein. Also oder ich weiß auch mittlerweile, dass diese Menschen da sind. Und okay, die gibt es aber. Ja, die gibt es. So, jetzt hast du gerade gesagt, unter anderem deine Freundin hat dir die Augen geöffnet am Wochenende, als du dir wieder das Leben nehmen wolltest. Was hat sie getan? Also ganz bewusst war es eigentlich so dieses Zusammenspiel zwischen meinem Freund, beziehungsweise mittlerweile meinem Ex-Freund und meiner besten Freundin. Mhm. Weil es ist auch so, dass ich zum Beispiel oft auch aus Beziehungen zuvor schon kein Vertrauen mehr aufbauen konnte. Sie sind aus irgendwelchen Gründen sind diese Beziehungen gescheitert und danach konnte ich kein Vertrauen mehr aufbauen. Und ich habe an diesem besagten Sonntag aber doch gemerkt, dass ich diesen Menschen vertrauen konnte, weil sie mir geholfen haben, weil sie für mich da waren. Und ich habe oft immer den Eindruck gehabt im Leben, dass ich allen Leuten egal bin. Gab es dann so ein Aha-Erlebnis? Du sagst, die haben mir die Augen geöffnet. Ja, das gab's. Was war das? Im Moment ist es nun mal tatsächlich so, dass ich mir sicher sein kann, dass es Leute gibt, auf die ich bauen kann und dass es Leute gibt, denen ich wichtig bin und denen ich am Herzen liege. Und das hatte ich vorher nie geglaubt. Also, ich glaube, zudem kommt aber so eine ganz grundsätzliche, tiefe Lebensunzufriedenheit und so ein Gefühl des Unglücklichseins. Ja. Kombiniert mit so einer schweren Depressionsphase. Mit oder Depression, mit Selbsthass, mit Selbstzerstörung war es eigentlich nie, aber ja, wirklich tief sitzender Selbsthass, würde ich sagen. Ja. Machst du sonst irgendwelche Sachen? Nimmst du Drogen? Trinkst du Alkohol? Nee, gar nicht. Also ich habe immer, auch das dadurch, dass ich halt diese Alkoholprobleme miterlebt habe, habe ich Alkohol immer sehr stark vermieden. Verstehe. Ja, das war ein warnendes Beispiel. Ja. Mhm. Ich bin auch vor vielen Dingen, also ich habe gesehen, dass Ehen scheitern, ich habe gesehen, dass Alkoholprobleme waren. Mhm. Und das sind alles Dinge, die ich mir irgendwie immer vor Augen gehalten habe und deshalb wollte ich sie auch irgendwie vermeiden. Deshalb kam für mich eine Ehe nie in Frage und für mich kam oder kommt Alkohol in diesen rauen Mengen nie in Frage. Ja. Ist es für dich eine einfache Sache gewesen zu sagen, ich bin schwul oder war das auch sehr schwierig und ist noch nicht richtig abgeschlossen? Nee, das ist mittlerweile ist es abgeschlossen. Es war sicherlich am Anfang war es nicht leicht. Ich habe auch mich sehr schwer das geoutet, aber mittlerweile geht das. Sebastian, was du gerade so erzählt hast, vor allen Dingen auch die Geschichten aus der Vergangenheit, das ist fast ein Klassiker für eine wirklich lang angelegte Psychotherapie. Ja. Was man in so natürlich in seinem kleinen Gespräch, was wir hier führen, nicht lösen kann. Aber wir wollen ja auch nur darüber nachdenken, wie du es vielleicht irgendwann lösen kannst. Ja. Ich glaube, dass du wirklich jemanden, einen guten Typ an deine Seite brauchst, den du vertraust, einen Therapeuten, mit dem du über all diese Sachen minutiös reden kannst. Ja. Und auch über einen langen Zeitraum, mit dem du gemeinsam quasi so deine ganze Vergangenheit mal so aufblätterst. Und dann gemeinsam auch entdeckst, was dich alles bis heute unglücklich macht. Und das ist Sinn einer guten Therapie. Ja, daran habe ich sowieso schon gedacht. Also ich habe jetzt wirklich dadurch, dass ich jetzt die Augen, glaube ich, geöffnet zu haben,
dass ich jetzt wirklich davon überzeugt bin, dass ich das auch machen werde und machen muss. Ja, weil wenn du sagst, du bist so akut selbsttötungsgefährdet und das immer wieder überlegst, dann müssen da alle Warnglocken schrillen, dass man das unternimmt. Du bist ein junger Typ, du hast bis jetzt schon eine tolle Schulausbildung hinter dir. Wirf dein Leben nicht weg. Ja. Sondern mach was aus deinem Leben. Auch wenn du große Probleme hast und wenn da auch viele Dinge schiefgelaufen sind, das kann man in den Griff kriegen. Das ist kein Lebensschicksal. Das kannst du in den Griff bekommen. Verbunden mit der Hoffnung, dass du irgendwann vielleicht in ein paar Jahren sagst, Mensch, wie gut, dass ich damals dann eigeninitiativ was unternommen habe und jetzt bin ich glücklich. Du hast doch wahrscheinlich auch Sehnsüchte und Träume. Natürlich. Das Problem war halt auch dadurch, dass ich halt diese Gedanken am Sonntag hatte und eigentlich auch wahr machen wollte, ist halt auch diese Beziehung kaputt gegangen und damit halt auch viele Träume und Wünsche, die ich zusammen mit meinem Partner hatte. Mhm. Und es ist nach wie vor so, dass ich sage, dass er der perfekte Partner für mich ist. Mhm. Ich weiß nur gerade nicht, inwieweit ich mein Leben sowohl alleine auf den Griff in den Griff bekommen soll, als auch, dass ich irgendwie sagen kann, es gibt vielleicht nochmal Hoffnung, diese Beziehung aufleben zu lassen, weil dieser Mensch mir definitiv am Herzen liegt und weil dieser Mensch eigentlich sogar paradoxerweise durch dieses Vorhaben noch näher gerückt ist, weil ich halt wirklich gesehen habe, ich kann ihm vertrauen. Mhm. Über die Beziehung kann ich natürlich jetzt gar nichts sagen. Ja, klar. Ich finde wichtig einfach, dass wir beide festhalten, dass du langfristig was unternehmen musst und das musst du jetzt einfädeln, das Ganze. Ja. Immer so mit vielleicht mit dem Gedanken im Kopf, dass du Sehnsüchte hast und Träume hast, die du verwirklichen möchtest. Wie auch immer du sie formulierst. Und die kannst du nur verwirklichen, wenn du seelisch stabil bist. Und seelisch stabil kannst du im Moment nur werden, wenn du auch professionelle Hilfe an die Seite kriegst. Ja. So, jetzt kriegst du von uns noch ein paar Tipps und Telefonnummern, Ansprechadressen, was du hoffentlich dann vielleicht ab morgen, übermorgen schon in die Wege leiten könntest. Mhm. Ja? Gut. So, dann legst du bitte auf und die Anja, meine Psychologin, ruft dich an. Ich danke dir, Thomas. Alles Liebe wünsche ich dir. Alles klar. Ciao. Tschüss. Hier ist Anna. Anna ist 25. Guten Morgen, Anna. Hallo, Domian. Hallo, Anna. Morgen. Guten Morgen. Und es geht um die Schuluniform. So. Ja. Und welche Meinung hat denn unsere Anna? Also, ich bin da eigentlich ihr gegen. Und zwar denke ich, dass erstmal diese ganze Sache, mir leuchtet es schon ein, dass man sagt, man will sozusagen diesem Markenwahn ein bisschen entkommen und versucht da vielleicht so etwas so gegenzusteuern. Ja, und gleich, dass so alle auch gleichberechtigt in der Schule auftreten können, ne? So, das steckt ja auch dahinter. Genau. Äußerlich so. Dass es nicht nur um so ein Statussymbol geht. Genau. Die Kleidung als Statussymbol. Mhm. Ich glaube aber, dass das ein Trugschluss ist. Ich glaube ganz einfach, dass sich die Dinge verschieben. In die Freizeit hinein meinst du? Ja, aber die Freizeit ist ja schon längst in der Schule. Also es geht um Schmuck. Es geht dann vielleicht um das Handy, was natürlich auch auf dem Schulhof präsent ist. Es geht dann vielleicht um die Frisur. Aber all diese Sachen gibt es ja jetzt auch schon. Man könnte das mit der Kleidung ja minimieren. Ich glaube eben nicht, dass man es minimieren würde, sondern ich stelle mir vor, dass sich das nur verschiebt und dass es dann vielleicht in den Punkten, in denen es jetzt eh schon da ist, extremer wird. Du meinst also, man achtet dann nicht mehr so sehr auf die Kleidung, sondern hat ein besonderes Gewicht dann, guckt, was für ein Handy der andere hat. Ja, vielleicht auch. Oder was für ein Schmuck er anhat. Genau, oder wie er geschminkt ist oder genau, sowas. Ja. Ganz genau. Ein anderes Argument, was du ja auch schon angesprochen hast, ist ganz einfach, natürlich kostet es Geld. Und ich habe bislang noch keinen Plan zur Finanzierung gehört. Nur ja, ich auch nicht. Ich gehe einfach mal davon aus, dass zu dem Büchergeld, zu dem Schwimmgeld und zu dem Geld für das Mittagessen käme sicherlich auch noch ein Zuschlag für die Kleidung. Und dann würde man nämlich sehr wohl erkennen, immer noch einen Unterschied in der Kleidung. Also welcher Schüler muss vielleicht immer wieder dieselbe Uniform tragen, die geflickt ist, und welcher kann sich immer eine neue erlauben? Das sind interessante Fragen. Vielleicht hört uns ja der ein oder andere zu, der genau weiß. Ja, oder der auf eine Schule geht, in der es Schulkleidung gibt. Genau. Wie gesagt, ich habe gestern im ZDF so einen Beitrag gesehen über eine Realschule irgendwo. Die waren alle begeistert, die Schüler. Ja. So die Schüler als auch die Lehrer. Also und was ich dann auch gehört habe, was wohl auf jeden Fall geplant ist, wenn es Schuluniformen gibt, dass dann jede Schule individuell die Schuluniform gestalten soll. Was ich auch nicht schlecht finde, es gibt so ein Wir-Gefühl, eine Identifikation mit der Schule. Aber da würde ich dann genau das Gegenteil eher daran stellen und sagen, gerade nach der aktuellen Berichterstattung, ach, du meinst, will denn unbedingt jeder wissen, zu welcher Schule ich gehöre? Und führt das nicht eigentlich eher zu einer Diskriminierung?
Diskriminierung. Auch ein Argument, auch ein Argument. Das heißt, wenn, dann müssen alle Schüler gleich aussehen. Ja, also wie Gymnasium. Ist denn das, ja genau, wie ist denn das für Schüler, die dann vielleicht durch ein Viertel müssen mit einer gewissen Schuluniform und dann sagen, oh Gott, da will ich jetzt gar nicht mehr durchgehen. Und letztendlich, was ich mich dann auch frage in dieser ganzen Diskussion, wie ist es denn mit bestimmten Formen von religiöser Kleidung? Zum Beispiel? Zum Beispiel einem Kopftuch. Oder eine Kopfbedeckung anderer Art. Es gibt ja nicht nur das Kopftuch. Was ist dann? Also wo sage ich, das ist Kleidung? Ja. Das gehört dazu? Also soweit ich das bisher verstanden habe von der Justizministerin, wäre gegen ein, nehmen wir mal an, die Kleidung wäre dunkelblau. Dann wäre gegen ein dunkelblaues Kopftuch auch nichts einzuwenden. Ja. Es wäre natürlich was einzuwenden gegen eine Burka. Ja. Da ist Schluss, ne? Da haben wir jetzt ja auch gerade jemanden, der suspendiert worden ist. Da haben wir auch gerade ein Thema gehabt vorige Woche, ja. Ich glaube allerdings auch nicht, dass alle reden davon, dass dann so die auch die kulturellen und religiösen Probleme zu lösen sind. Das glaube ich auch nicht. Das ist ein Trugschluss. Aber also mein Gefühl sagt mir irgendwie, obwohl ich die Argumente schon ernst nehme, die du sagst, dass das Ganze etwas entspannen könnte, sagen wir es mal so. Wobei, ein wichtiges Argument, was du gerade gebracht hast, ist, jede Schule sollte nicht anders aussehen. Ja. Dass man die nicht auf der Straße erkennt. Ja, was für mich einfach auch nochmal die Frage ist, je nachdem, wie die Finanzierung dann aussehe, wie ist es tatsächlich mit Familien, die sich das nicht so häufig leisten können und wo dann die Uniform gepflegt ist? Ja, da müsste natürlich für gesorgt sein, dass die auch alle den gleichen Standard haben. Ja. Ne? Ja. Also, sehe ich auch so. Ich glaube sowieso nicht, in unserer narzisstischen Welt, in unserer extrem egomanisch ausgeprägten Kultur, wird das nie flächendeckend eingeführt. Das glaube ich nicht. Aber, was ja durchaus sein könnte, und da könnte man ja auch sagen, das ist okay, dass man jetzt den Schulen freistellt, wenn eine Schule das gerne möchte und wenn die Schüler sich dafür entscheiden, vielleicht sogar demokratisch dafür entscheiden, dann ist es ja in Ordnung, ne? Dass man sich da noch dran hält hinterher. Ja. Ja, vielleicht ruft uns noch jemand an von einer Schule, wo es Schulkleidung gibt. Ja, der wo uns funktioniert. Genau, oder jemand, der weiß, wie es finanziert wird. Genau, das interessiert uns nun besonders. Ne? Genau. Genau. Liebe Anna, danke für deine Meinungsäußerung. Ja, gerne. Tschüss. Okay, tschüss. Morgen, ihr Lieben, heißt unser Thema: Ich habe mein Wort gebrochen. Ich möchte mit Menschen sprechen, die wortbrüchig geworden sind und sich dessen vielleicht sehr schämen und sich darüber sehr ärgern und das eine große Gewissensbelastung ist, die es auch vielleicht versucht haben, wieder gut zu machen, das ist aber nicht gelungen. Also mit wortbrüchigen Menschen möchte ich gerne sprechen, vielleicht auch mit Opfern von Wortbruch. Also ich habe mein Wort gebrochen, heißt unser Thema morgen. Wenn ihr euch anmelden wollt, dann bitte per Mail, heute schon unter domian@wdr.de, in die Mail unbedingt eure Telefonnummer schreiben. Heute weiterhin Freie Themennacht. Plus unser Thema Schuluniform. Hier ist Laila. Laila ist 23 Jahre alt. Hallo Laila. Hallo. Guten Morgen. Hallo Domian. Was ist denn dein Thema? Weswegen rufst du an? Also mein Thema ist, dass ich letztes Jahr mein Kind aufgrund eines Behandlungsfehlers verloren habe. Das war 24 Stunden nach der Entbindung. Fällt mir gerade ein bisschen schwer, darüber zu reden. Voriges Jahr war das. Wie bitte? Das war voriges Jahr. Das war letztes Jahr. Letztes Jahr. Genau, das ist aufgrund eines Behandlungsfehlers. Er hat knapp 24 Stunden gelebt und daraufhin ist es halt verstorben. Was war das für ein Behandlungsfehler? Der Behandlungsfehler lag darin, dass ich hatte Wehen bekommen. Bin immer wieder ins Krankenhaus. Die haben mich nach Hause geschickt, dass das nicht keine richtigen Wehen sind. Ja, und die haben bei mir halt den Blasensprung nicht gemerkt. Und nach 4 Tagen hat das Kind, weil es so unter Stress war, im Mutterleib ins Fruchtwasser hatte Stuhlgang. Und der hat das halt geschluckt. Und ich hatte, das CTG war zum Schluss vom Kind ziemlich schlecht. Und da haben sie sich halt zu einem Kaiserschnitt entschlossen, mitten in der Nacht. Ohne dass da ein Kinderarzt mit beim OP war, ohne dass das war ein Assistenzarzt, der die OP durchgeführt hat. Ja, und ich war natürlich erst auf der Intensivstation, ich habe von nichts mitgekriegt. Mich haben sie halt die ganze Nacht vertröstet, dass der halt ein bisschen Stress hatte und schläft. Ja. Stattdessen war mein Kind schon längst verlegt worden, weil es ihm sehr schlecht ging.
Welchen Fehler konkret haben die Ärzte gemacht? Was hätte nicht passieren dürfen? Was nicht hätte passieren dürfen, das wäre, dass die Ärzten so lange gewartet haben, dass sie einige Sachen gar nicht berücksichtigt haben. Hm. Und der gravierende Fehler ist halt, jedes Kind schluckt im Mutterleib Fruchtwasser. Ne? Hm. Das ist so ein Gang und Gäbe. Aber sie haben halt nach der Entbindung das Kind, das Wasser, was in den Lungen war, haben sie nicht abgesaugt. Sie haben direkt Sauerstoff gegeben und diese Zähflüssigkeit haben sie in die ganzen Lungen und überall verteilt, sodass die Lungen verätzt sind. Also für mich als Laie klingt das jetzt, als wären da eine ganze Menge Fehler passiert. Genau, das sind Reihe von Verkettung und... Genau, von eine ganze unglückselige Verkettung von verschiedenen Aspekten. Genau, und... Ist denn, das Kind ist nach 24 Stunden gestorben? Ja, der lag auf der Säuglingsintensivstation. Mhm. Da, wo die Ärzte halt keine Hoffnung... Also der wurde ja abgeholt von so einem Notfallteam. Mhm. Was ich alles nicht mitgekriegt habe, weil ich noch in der... Ich lag selber auch in der Intensivstation, weil ich sehr schlechte Blutwerte danach hatte, weil dieses grüne Fruchtwasser auch schon mich angefangen hatte zu vergiften. Und die wollten mich sogar, wenn das CTG in der Nacht nicht schlecht gewesen wäre vom Kind, hätten sie mich nach Hause geschickt, obwohl sie das grüne Fruchtwasser gesehen haben. Hast du denn irgendetwas unternommen danach? Hast du eine Anzeige erstattet? Ist irgendetwas passiert? Zum Anwalt gegangen. Ja. Der Anwalt hat ein medizinisches Gutachter eingeschaltet. Mhm. Und die sind halt der Meinung, dass auf jeden Fall Behandlungsfehler vorliegen. Und der Stationsarzt selber, also nicht der operierende Arzt, sondern der Stationsarzt, der die Station da leitet, hat es auch mündlich mir gegenüber zugegeben. Ja, das hat er mündlich, aber das dann schriftlich und vor Gericht auch noch macht, dann... Das heißt, dieses ganze Verfahren läuft im Moment. Läuft, aber das was natürlich eigentlich für mich nebensächlich zurzeit. Ja, das heißt, das wird sowieso noch ewig lang dauern, wahrscheinlich. Wahrscheinlich sich über Jahre hinziehen. Aber dir geht es um deinen Schmerz, weil du dein Kind verloren hast. Mein Mann kann absolut nicht darüber reden. Mhm. Ist das euer erstes Kind? Unser erstes Kind war unser Wunschkind. Mhm. Mhm. Und allein schon das Gefühl nach dem Krankenhausaufenthalt, ne? Mhm. Ich wurde ja zum Kind verlegt. Hast du denn dein totes Kind nochmal gesehen? Er ist ja in meinen Armen verstorben. Ach so. Mhm. Hat das Kind eine ordentliche Beerdigung bekommen? Ja, das kommt auch noch hinzu, dass das Kind, also ich bin Türkin, das Kind wurde nach Türkei gebracht. Mhm. Also nach 2 Tagen. Mhm. Und warum? Ja, weil das bei uns halt so ist, dass es, dass man halt, wenn man stirbt, in die Türkei ins Dorf gebracht wird, da wo man, wo die Familie halt letztendlich auch alle hinkommen werden. Aber du lebst hier in Deutschland. Genau, aber ich wollte halt, dass es, wenn wir auch irgendwann mal, wir werden ja irgendwann sterben. Mhm. Und wir werden auch nach Türkei kommen. Dass mein Kind dann nicht alleine hier ist, in Deutschland. Mhm. Das heißt, das Kind wurde dann in die Türkei überführt? Das wurde, ja, genau. Wart ihr dabei? Ich nicht, mein Mann auch nicht, weil er mich nicht alleine lassen konnte. Das heißt, aber du lebst jetzt... Meine Eltern sind mitgeflogen und deine Eltern. Aber das heißt, du und dein Mann, ihr lebt jetzt in Deutschland und habt auch noch vor, hier lange zu leben. Ja. Und könnt nicht zum Grab des Kindes gehen. Nein, und ich bin jetzt wieder schwanger. Lass mich noch fragen, war das eine richtige Entscheidung? Ich denke schon, für mich schon, weil es auch dort die Großeltern, ich weiß, dass die da immer sind, ich habe Fotos von seinem Grab, womit ich halt einfach nicht zurechtkomme, ist, die Ärzte, die das verursacht haben, die haben sich nicht einmal entschuldigt. Die haben mich, meinen Mann, haben sie von, also richtig an der Nase herumgeführt, wo das passiert ist, bis das Kind verlegt wurde und weit weg war. Wir haben das, mein Mann hat das erst in dem anderen Krankenhaus erfahren, wie schlimm es um den steht. Sie haben das Kind ihm nicht gezeigt, da wo es entbunden wurde, haben sie einfach hinter seinem Rücken weggebracht. Ich finde solche Geschichten auch immer ausgesprochen schlimm. Ja. Und hatte mal vor einiger Zeit ja ein Gespräch, da habe ich auch gesagt, warum entschuldigt sich dieser Arzt nicht wenigstens mal?
das ein und dann habe ich einen Brief bekommen von einem Arzt, der sagte, in dem Moment, wo man sich entschuldigt, ist es ein Schuldbekenntnis. Ja. Und der Versicherungsschutz ist irgendwie geht flöten. Sodass die auch in einem Dilemma stecken. Ganz ehrlich, dieses Schmerzensgeld oder was mir auch zusteht, das ist für mich wirklich zweitrangig. Ja, ja, das ist mir schon klar. Es geht um die menschliche Geste. Genau. Mhm. Jetzt und hast du gesagt, du bist wieder schwanger. Ich nach einem halben Jahr halt. Wie ist das für dich? Der Schmerz um dein totes Kind ist ja noch nicht weg. Das ist es, ja. Hilft dir jetzt die neue Schwangerschaft, mit der Trauer besser fertig zu werden? Sie tröstet mich irgendwo. Mhm. Irgendwo ist es auch immer wieder so ein Vergleich. Mhm. Mhm. Zum letzten Jahr und zum ersten Kind und überhaupt, wenn ich mir das ganze Kinderzimmer angucke. Ja. Ich habe es ja nicht weggeräumt. Ja, ne? Ja, ja. Ja. Könnt ihr mir aber auch vorstellen, dass du je weiter die Schwangerschaft fortschreitet. Genau, und ich habe solche Domian, Angst. Also meine Arzt hat bei mir Depression festgestellt. Ich habe richtige Angstzustände, ich habe Verlustängste, ich male mir das Schlimmste aus. Ja, und auch ein Misstrauen Ärzten gegenüber. Genau, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich das Kind auf die Welt bringe. Mhm. Gibt es denn keinen Arzt in deiner Umgebung deines Vertrauens, mit dem du das beispielsweise besprechen könntest, wo du das Kind zur Welt bringst? Ich vertraue gar keinem Arzt. Naja, das darf man natürlich auch nicht. Man darf nicht dann alle über einen Kamm scheren. Weil jedes Mal, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Arzt gehe, ne? Mhm. Ich denke, oh Gott, hoffentlich ist mit dem Kind alles in Ordnung. Mhm. Was ist, wenn das nochmal passiert? Wie soll ich sowas zum zweiten Mal verkraften? Mhm. Meine Ehe leidet darunter auch. Mhm. Mein ganzes Leben leidet darunter. Mhm. Es ist keine lange Zeit. Mhm. In welcher Woche bist du jetzt im Moment? Bin ich im fünften Monat. Im fünften Monat schon. Mhm. Ja. Ja. Aber weißt du, leider, ich finde ganz wichtig ist, dass du schon irgendwie sehen musst, dass du wieder ins Lot kommst. Weil du musst stabil und gesund sein für dein Kind, was jetzt auf die Welt kommt. Ja. Das ist ganz wichtig. Wenn du jetzt sehr schwankst und sehr labil bist und sehr traurig, depressiv und voller Misstrauen auch, wirkt sich das natürlich auch auf das Kind aus. Das heißt, es muss jetzt irgendwas, eine Idee muss jetzt gefunden werden, damit du Stabilität bekommst. Das weiß ich schon irgendwo, aber das ist so schwer und das Schlimmste ist auch, dass das Kind, ich habe ja gesehen, also das ist wirklich in meinen Arm verstorben. Mhm. Wir hatten die Entscheidung, also der Arzt hat gesagt, wenn das Kind lebt, dann wird es eine 100%ige Behinderung behalten. Mhm. Und es ist eure Entscheidung, ob es weiterleben darf oder nicht. Mhm. Letztendlich haben die Ärzte entschieden, dass es nicht mehr, dass er sehr starke Schmerzen hat, dass er unendlich viel leidet und dass jemand, dass die jetzt dass sie vom Kind die Schmerzen halt nicht mehr vermuten wollten. Mhm. Das Kind, den letzten Knopf haben die ja, wo mein Kind hat seinen letzten Atemzug in meinen Arm. Mhm. Also ich merke, du fühlst dich da auch sehr fremdbestimmt, ne? Ja. Dass von außen da sehr viel gemacht worden ist, was gar nicht so in deiner Macht stand. Ich möchte gerne leider dir jetzt einige Beratungsadressen an die Hand geben, wo du hingehen solltest. Ja. Und zwar ganz schnell, damit du, wie gesagt, stabil wirst. Das ist wichtig für dich, für deine Ehe, für deine Familie, für dein Kind. Das ist so schwer, du mir so einen Verlust zu ertragen. Ganz schlimm, auf diese Art und Weise. Man geht ins Krankenhaus. Ganz schlimm. In der Hoffnung, ein gesundes Kind nach Hause zu bringen. Mhm. Und dann passiert so eine Reihe von Sachen, was man eigentlich weder entschuldigen kann, noch wirklich richtig erklären kann. Sehe ich genauso wie du und finde das auch ganz schlimm und erahne deinen Schmerz und deine Trauer. Da bleibt, ich glaube, in meinem Herzen wird immer was hängen bleiben. Immer, immer. Es ist natürlich tröstlich, wenn jetzt ein neues Kind kommt. Das stimmt schon. Jetzt machen wir Folgendes. Du legst auf, wir rufen dich nochmal an und versorgen dich mal mit einigen Telefonnummern in der Hoffnung, dass du da ein paar gute Ansprechpartner findest. Mhm. Ja? Ist denn eure Psychologin heute noch? Ja, du wirst mit ihr jetzt gleich sprechen. Ach so, okay. Ja? Danke. Mhm. Also du legst auf, Laila, und alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Okay, gut, danke. Tschüss. Okay, tschüss. Elmar ist hier. Elmar ist... Ja, hallo. Hallo, hallo. Hallo. Eine Frau. Ja. Ich kenne nur
Elmar immer als Mann. Aber Elmar? Ist aus Südafrika. Das ist ein ganz üblicher Name in Südafrika. Ah. Bist du auch aus Südafrika? Ja. Ja. Elmar, 29. Genau, aus Südafrika. Ja, ich wollte nur mal kurz sagen, weil ich bin auch selber jetzt gerade im fünften Monat ganz zufällig jetzt das Gespräch mitgehört. Ja. Ich habe wirklich sehr viel Empathie, weil es ist auch echt schwierig, es muss man sagen, als Frau ruhig zu bleiben, wenn man schwanger ist, wenn irgendwas einen stresst, das ist schon verdammt schwer. Ja, und dann mit diesem Hintergrund, den die Leila erzählt hat, das ist ja schon schlimm. Ist schwierig, gerade weil ich, wie gesagt, aus Südafrika auch komme und die Ärzte in Südafrika sind meiner Meinung nach sehr gute Ärzte. Mhm. Und ich hatte hier ein paar Vorfälle in Deutschland, wo ich, also natürlich jetzt nicht so viel Schlimmes wie sie erlebt hat, aber einfach, wo ich mir gedacht habe, das kann nicht sein, was die jetzt gerade hier machen. Mhm. Und wo mein Mann, der auch Südafrikaner ist, gesagt hat, der war richtig sauer. Und also insofern, ich kann das schon verstehen, aber die muss, ja. Ja. Es ist wichtig, dass die ruhig bleibt. Das ist schon, das stimmt. Was ist der Grund deines Anrufes? Mein Grund ist wegen der Schuluniform. Wegen der Schuluniform? Genau. Was ist deine Meinung? Also ich bin in Südafrika aufgewachsen, bis ich 13 war, hatte in unserer Schule Schuluniform auch angezogen. Ah ja. Und ich finde, das würde Deutschland, ehrlich gesagt, den deutschen Kindern oder überhaupt in Deutschland sehr gut tun. Das ist ja interessant. Vorab die Frage, was war das für eine Uniform? Waren das ganz schicke Sachen? Beschreib mal, wie sah es aus? Also das war eigentlich eine richtige Uniform, also jetzt nicht wie eine Pilotenuniform, aber wir hatten auch Blazer, also wir Mädchen hatten halt Röcke. Ja. Die durften auch nur eine bestimmte Länge sein, also es waren so bis zum Knie ungefähr. Ja. Und wir hatten immer weiße Blusen halt. Und dann hatten wir, je nachdem, ob Sommer- oder Winterklamotten war, entweder dann Pullis dazu, Blazer dazu, oder mit Strumpfhosen oder ohne Strumpfhosen, schwarze Schuhe halt immer. Ja, also aber gut, es ist jetzt vielleicht was anderes wie hier. Okay, also es sah schon sehr, 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 sehr korrekt und sehr schick aus. Ja. Wer hat das bezahlt? Wir haben, also die jeweiligen Familien haben das bezahlt. Also das hat nicht der Staat bezahlt, das mussten die Familien bezahlen. Nee, in Südafrika zahlt sowieso nichts der Staat. Ja, ich weiß nicht. Sind wir schon sehr froh. Also viele Leute können froh sein, dass der Staat so viel zahlt. Also. Und wurde auch dann darauf geguckt, dass also die Kleidung immer sauber war, dass sie immer in Ordnung war, dass auch Sachen ausgewechselt wurden, wenn sie irgendwie alt waren oder beschädigt waren? Du meinst jetzt von der Schule her oder von den persönlichen, von den Leuten? Na, von der Schule erstmal her. Hat man in der Schule darauf geachtet, dass es immer ein gleicher Anblick war? Ja, also die haben regelmäßig Kontrollen gemacht, ob die Röcke nicht irgendwie verlängert wurden oder, nee, Quatsch, verkürzt wurden, weil viele Mädchen natürlich sexy aussahen wollten. Natürlich, ja. Und sich dann die Röcke kürzer gemacht haben, was dann nicht erlaubt war. Also es durften 4 Finger über den Knie sein. Also. Es wurde auch gut, aber es wurden auch Haare kontrolliert, zum Beispiel von den Jungs, die durften nicht lang sein. Also da war schon ein strenges Regiment, höre ich schon. Ne? Ja. Wie war das denn mit der Kleidung, wenn nun eine Familie nicht so viel Geld hatte und konnte das immer wieder erneuern, beispielsweise wenn die vielleicht 3, 4 Kinder in der Schule hatten? War das dann deren Problem oder gab es dann doch schon irgendwie eine Beihilfe oder hat die Schule geholfen? Wie war das geregelt? Also meistens hatte man ja 2, 3 Kinder oder eine Familie hatte ja mehrere Kinder. Das heißt, das, was natürlich die ältere Schwester gepasst hat, meine Schwester habe ich dann übernommen zum Teil auch. Gut, uns ging es jetzt relativ gut in Südafrika. Aber die Familien waren schon alleine gelassen mit dem Problem. Ja, aber das war auch, ehrlich gesagt, das wurde auch weitergegeben, auch von anderen Seiten aus. Und es war auch nicht so teuer. Also ich finde, wenn in Deutschland die Kinder sich Markenklamotten leisten können. Da hast du recht. Da kann man viele auch Schuluniformen. Das stimmt. So, hast du gerade in deinem Anfangssatz gesagt, dass eigentlich täte den Deutschen oder Deutschland das auch sehr gut, wenn die eine Schuluniform oder eine Schulkleidung hätten. Warum meinst du das? Ich finde, dass im Moment, also ich finde, es gibt jetzt gerade sehr viel, was passiert, finde ich, in Deutschland. Mhm. Gerade weil sehr viele Leute aus dem Ausland reinkommen. Mhm. Muss ich ja selber auch sagen, weil ich ja auch selber und mein Mann ja auch sozusagen Ausländer sind. Aber ich finde, dass in Deutschland das sehr gerade spezifisch gesagt wird, ich ziehe mich so an. Und deswegen gehöre ich jetzt zu dieser Gruppe und du gehörst nicht zu dieser Gruppe. Also die sozialen Unterschieden werden extremst
ausgebaut gerade, was mich völlig irre macht. Gerade auch selber, weil ich jetzt ein Kind kriege, denke ich mir manchmal, was soll das? Also das ist. Also das ist das große Pro-Argument, dass einfach eine Gleichheit geschaffen wird und dass die Konkurrenz ausgeschaltet wird. Ich meine, du wirst immer irgendwie gucken, wie auch jemand schon gesagt hat, du wirst immer gucken, ach, der hat jetzt das bessere Handy oder wie auch immer. Genau. Aber es hat auch schon einiges weggenommen. Also es hat, ich wusste jetzt nicht, wie viel irgendjemand verdient hat oder wie, was. Es ist auch jetzt gar nicht so vom Geld her, es ist auch einfach. Also ich habe da gewechselt dann in der 7. Klasse in Deutschland, musste ich dann auf die Schule gehen, aufs Gymnasium. Und also du meinst, da waren wahnsinnig viele Gruppen auch. Also es gab die Hip-Hop-Gruppe, und es gab die Techno-Gruppe. Und ich habe mich nie gefühlt, dass ich irgendwo reingepasst habe. Das fand ich völlig. Du meinst, dass durch eine Schuluniform oder eine Schulkleidung, nennen wir es mal lieber Kleidung, das klingt besser und so, wenn, dann wäre es ja auch so, dass durch eine Schulkleidung die Individualität der einzelnen Schüler nicht gravierend beschnitten wird. Also ich finde, das fördert sogar, sich selber mehr auf sich zu konzentrieren und nicht nur auf Äußerliche zu konzentrieren. Ich arbeite auch im modischen Bereich und das irritiert mich jedes Mal, dass Leute einfach einen auf den ersten Blick sehen und sagen, okay, du bist so und so und so, ja. Mhm. Weil ich selber weiß, dass man das extrem beeinflussen kann, wenn man will. Ja, also ich hab's ja gerade auch schon gesagt, ich tendiere auch wirklich zu dieser Meinung pro Schulkleidung. Vor allen Dingen auch, wenn ich, nun ist das schon eine ganze Weile her, wenn ich in meine Hauptschulzeit zurückdenke, da gab es dann schon auch Kinder aus sehr armen Familien. Die waren natürlich so am Rande der Klasse, auch am Rande des Ansehens. Und das lag auch damit, dass die oftmals wirklich sehr schäbige Kleidung anhatten. Wenn alle gleichgestellt gewesen wären, wäre das anders gewesen. Aber das würde sich dann natürlich wiederum die Frage stellen, wer bezahlt das den Familien, die es wirklich nicht können? Die Frage ist immer im Raum. Ja, das stimmt schon. Aber ich denke, also ich habe ja auch die Sendung gesehen, die du gesehen hast, wo die diese Schulkleidung gehabt haben. Die fand ich auch extrem cool. Also die hat mir auch echt gut gefallen. Ja, fand ich auch gut. Fand ich super. Ja. Und die hat, glaube ich, 80 Euro gekostet. Stimmt, das war sehr billig, ja. Und ich denke mir, und die hatten ja Auswahl zwischen 5 verschiedenen Oberteile. Genau. Und also 80 Euro ist echt nicht viel. Und wenn man, guck mal, man kriegt ja auch sein Leben lang, bis das Kind 27 ist oder 25 ist, Kindergeld. Wenn du es jetzt einmal im Jahr oder in 2 Jahren... Also das ist zu schaffen. Ja. Liebe Elmar, danke für deine Meinungsäußerung und die Informationen aus Südafrika. Alles Gute wünsche ich dir. Okay. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Matthias. Matthias ist 37 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Herr Domian. Guten Morgen, Herr Matthias. Deine Sendung finde ich erstmal wunderbar. Das ist absolut eine super Sendung. Das freut mich sehr. Um was geht's denn bei dir? Weswegen rufst du an? So einen Fall hattest du schon mal in einer Sendung und es geht um Selbsttötung. Mhm. Ich bin 37 Jahre alt, hatte vor 4 Jahren ein Gehirnbluten, danach einen epileptischen Anfall, bin schwer gestürzt und habe mir 4 Wirbel gebrochen. Nach den Stürzen, erste Zeit konnte ich noch einigermaßen laufen, jetzt aber bin ich an den Rollstuhl gefesselt, weil sich das nach und nach der Gesundheitszustand verschlechtert hat. So, ich habe Frau und Kind, sitze ich im Rollstuhl und brauche Hilfe hier und Hilfe da. Und kannst du die Arme bewegen? Die Arme kann ich noch bewegen, ja. Ja. Hast du Schmerzen? Und sehr viel, sehr, sehr, sehr stark Schmerzen. Ich habe so das Gefühl, ich falle meiner Familie zur Last. Sie selbst lassen es mich nicht merken, die unterstützen mich in allem. Also da kann ich mich wirklich nicht beschweren, aber ich selbst fühle mich als eine solche Last. Und die ständigen Schmerzen, das ist kaum erträglich. Das hast du gerade am Anfang gesagt, du hattest dieses Thema schon mal, nämlich Selbsttötung. Wie meinst du das? Überlegst du dir, das Leben zu nehmen? Ja. Das hattest du vorhin auch schon mal in der Sendung mit einem jungen Mann, glaube ich. Ja, heute, das war aber noch eher ein anderer Fall. Also du bist schwer erkrankt, du leidest sehr unter deiner Erkrankung. Ja. Du hast keine Hoffnung, dass sich der Gesundheitszustand verbessert. Der wird sich nicht mehr verbessern. Der wird sich höchstens verschlechtern.
das ist medizinisch bewiesen. Mhm. Und durch die einige Medikamente wird natürlich auch innere Organe angegriffen und ja, da wird es eher noch schlechter werden. Du hast Familie, sagst du? Ich habe Familie. Ich habe eine Frau, verheiratet, ja, eine Tochter, fast 15 Jahre alt. Ja. Und wie ist die Stimmung in der Familie, dein Verhältnis zu der Familie? Das ist super sahnemäßig. Deswegen bin ich so in der Zwickmühle. Ich möchte denen eigentlich nicht zur Last fallen, aber... Bist du auf permanente Hilfe und Pflege deiner Frau angewiesen? Richtig, ja. Das heißt, du kannst nicht alleine, du kannst dich nicht anziehen, du kannst dich nicht waschen, du kannst nicht alleine zur Toilette. Richtig, ja. Und wir haben auch schon beim Pflegedienst was versucht, aber mir fehlen 2 Minuten an einer Pflegekraft oder am Pflegegeld. Liebt deine Frau dich? Ja. Das sagst du aus tiefem Herzen? Ja, 16 Jahre verheiratet. Und du liebst deine Frau auch? Ja. Ich glaube nicht, dass du deiner Frau zur Last fällst, Matthias. Es ist ein schweres Leben da. Darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Aber ich glaube nicht, dass du deiner Frau so zur Last fällst, dass es für sie eine Erleichterung wäre, wenn du dir das Leben nehmen würdest. Ich glaube, für sie wäre es ein, so wie du es jetzt in den paar Minuten geschildert hast, ja, könnte ich mir vorstellen, dass es für deine Familie ein unglaubliches Unglück wäre, wenn du das tun würdest. Darüber mache ich mir die ganze Zeit Gedanken, dass das ein Schmerz wäre für die Familie, wenn ich es mir antun würde. Es wäre ein Schmerz, ein kurzer Schmerz, Matthias, ein Leiden jahrelang weitergeht. Ich werde dir leider jetzt nicht gerecht im Rahmen der Sendung, weil die jetzt vorbei ist. Ja. Das tut mir sehr leid, aber wir werden uns gleich wieder bei dir melden. Du legst jetzt bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an. Okay, bis gleich. Okay. Tschüss. Danke dir.